Ah, Gott sei Dank, läuft. 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 So, heute an der Samstag. Wetter soll ja passen. Mit den Robin geschnappt. Tada! Zu einer MT-09. Wir haben den ganzen Tag heute Zeit und mal gucken. Kein Ziel. Einfach mal kreuz und quer so ein bisschen durch die Gegend fahren hier. Ich habe auch geschliffen jetzt die Tage. Einmal. Keine Sache. Linke Seite. Aber nur so ein Fetzen, ey. Boah, da war mal. Geiles Gefühl, oder? Ja, es war mal Überwindung, ne? Aber ich sag, wenn du es einmal kannst, glaube ich, ne? Und dran bleibst. Wenn du einmal genau weißt, wie du sitzen musst, wo du rein willst, dann geht das schon gut. So, wo war die Gruppe? Da hinten irgendwo oder wo stand die? Hinten rechts rein. Achso, da, ja, okay. Da ist ja dann diese Gaststätte, ne? Da ist ein Parkplatz, der Schotterparkplatz, da steht vor. Achso, okay. Jetzt hier so eine Amiga-Klause. Ja, genau. Ne, die stehen die nächste Reihe, also nicht hier, sondern Tor 3 ist das sein. Bei Einfahrt 3. So, wichtig immer noch normal reden, nicht reinschreien, boah, weil das kommt auch so immer richtig gut an. Dann. Wenn man reinschreit, da ist das geschribbelt alles. Ja, guck, sind schon alle weg. Haben wir bestimmt gleich eine ganz langsame Truppe vor uns. Ja. Also du hast bei dir das Schwanhals oder das Feste? Das Schwanhals, ne? Ja, den Lack. Ja, das merkt man schon gerade. Wenn der so leicht. Ich wollte jetzt mit dem nächsten, den AJC-Helm, wenn ich mir den hole, dann klebe ich den vorne ein, dieses Ding. Ja, genau, habe ich auch bei mir gemacht. Du musst der. Ich habe die Vorrichtung schön für da, weil kannst du schön. Ja, der ist nie im Weg, oder? Ja. Und der verstellt sich dann nicht mehr, weil bei dem Ding muss ich mal gucken, genau. Dass er so ein bisschen vom Helm weg ist. Ja. Und dann ist auch Ruhe. So, ich habe den Reifen warm fahren. Oh. Kein Blinker, oder? Ey. Nein, genau. Oh, gefährlich. Ich wollte mal holen, ich war überlegen, holst du nicht, oder? Ja, ich hätte gedacht, der fährt irgendwo rechts dran jetzt. Ja, dachte ich auch, weil die Einfahrt rechts gewesen ist, oder? Ja. Okay. Aber Halle hat es auch das 30 Plan, ne? Halle und Dennis, ne? Beide, ne? Genau, wir haben uns die, da gab es ja dieses Zweierpaket. Ja. Und dann wollten wir eigentlich noch den vierten dabei haben, also Matthias oder so, aber das wollte nicht. Und dann sind wir nach Louis gefahren. Die haben uns dann das, weil da einzeln kostet das mehr. Ja. Und dann haben die uns das trotzdem dann halt für diesen Paketpreis dann gegeben. Ja, geil. Ja. In der Kurve hier. Ja. Das war mein allererstes Mal. Ja, aber bei mir rechts nie. Also wenn dann erst links. Also rechts ist bei mir so eine Seite da weiß ich nicht, so mit Knie runter. Da muss eigentlich auch ein bisschen gucken, weil in der Kurve macht ja noch so einen leichten. Schon, da hebt man manchmal so ein bisschen ab noch. Ja, ja.
Ja, aber ich verstehe Matthias auch nicht, ne? Weil der könnte sein Ding verkaufen sein, ne? Mit der Kamera das, dann könnte sich dafür locker 30.000 kaufen, oder? Ja, klar. Aber Matthias, das ist Matthias, oder? Der ist immer, oder? Das ist das 10C, was der hat, ne? Ja, das Pro, guck mal. Ja. Vielleicht will er das mit der Kamera, dass er ein bisschen Bilder macht. Ja, aber die Kamera, die ist nicht gut, die Kamera. So. Hast du wieder angefangen, oder? Ja, mit dem 10C habe ich angefangen, mit dem allerersten 10C. Dann habe ich dann nur noch die Stimme darüber aufgenommen, den Ton. Jetzt mache ich alles mit der GoPro. Ja, war nicht schön, also war wirklich, war schon grausam. Ja, dann habe ich mir den Dings geholt, den Angel GT2 geholt, ne? Das war der beste bis jetzt. Wenn du jetzt drauf hast? Nein, der Angel GT2. Achso, der Angel. Ah ja. Das ist die Rallye, oder? Ja, das ist dann auch so ein Sportreifen, ne? Und jetzt habe ich hier einen Sportreifen drauf, den VR5. Das ist ein reiner Sportreifen. Ne? Und ja, also ich sag mal jetzt, du musst gucken. Ich fahre ja auch manchmal, wenn es ein bisschen kälter ist draußen. Und dann ist ein Sportreifen halt nicht so gut von Temperaturen her. Ne? Ja, dann kriegst du nicht auf Temperatur, genau. Genau. Dann ist das schwer, oder? Und dann ist der Ende mit den zwei wieder gut, oder? Aber wir haben es gemerkt im Sommer hier mit dem Power 5 hier. Ah, der will in die Kurven rein, der will richtig die Kurven räubern, ne? Ja. Aber sagst du, der Angel, der ist aus Kompromiss aus allem, also richtig gut. Ja, das ist gut, das wird dir gut. Da hol ich mir auch wieder, jetzt weiß ich, jetzt für Österreich, oder? Ja. Nass hier teilweise. Ja. Bestimmt eine schöne Kurve auch hier gleich. Auch nass bestimmt. Die Rechtskurve hier vorne gleich. Rechtskurve, ja. Ja, ist bestimmt auch nass. Da ist immer nass. Geht aber spitz, oder? Die geht spitz, ja. Aber da ist immer nass hier. Na, doch geht aber hier. Jetzt wird es nass, glaube ich, oder? Na, doch nicht. Alles trocken. Ja, da wundert mich aber jetzt hier, da wundert mich, dass es trocken ist. Ich hätte jetzt mit das gerechnet. Ja, die Straßen sind so warm, die Straßen noch, ne? Von den Tagen zuvor immer, ne? Ja. Also für mich jetzt so, für mich ganz klar jetzt, für mich gibt es dann den Power 5 jetzt mal auch wieder, definitiv. Weil wenn ich drei Hinterreifen auf einem Vorderreifen fahren kann, ja? Was will man mehr? Oder? Dann ist das so wie so ein Angel GT2, weißt du? Ja. Vom Rechnen her. Und ich habe viel mehr Spaß. Und ich habe festgestellt, wie ich jetzt einen gebrauchten Vorderreifen hatte und einen neuen Hinterreifen von der Power 5. Noch geiler, noch besser. Wenn der Vorderreifen schon angefahren ist, richtig schön. Ja, ja, oder ich hole mir den. Ja, du fährst ja nicht viel im Winter, ne? Ja? Ja, das stimmt. Also der soll bei Regen auch richtig gut sein, bei Regen jetzt, wie dieser hier, ne? Also, ich hole mir das jetzt immer hier im Sommer, den. Und im Winter hole ich mir da halt dann den Angel GT2, ne? Ja. Ah, ein Scheiß auf der Straße. Ja. Alles Scheiße.
von meinem Lipper so ein bisschen einfallen lassen hier. Immer wenn ich runterschalte, muss ich die Bremse treten dabei, damit der aktiviert ist. Okay. Ja, das gefällt mir nicht so. Ist er denn irgendwie entsperrt oder mit Socken? Ja. Naja, ich muss den, der ist hinten angeschlossen am Bremslicht hinten, weißt du? Dann ah. Vielleicht muss ich den einfach nur auf Dauerlicht legen, weißt du, hinten. Da hat er ja dauerliche Signale, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann müsste das auch besser funktionieren, glaube ich. Also wo wir jetzt das eine Mal die nach Hessen gefahren sind, die lange Tour, ja. Da hatte mal der Quitschüfter, ich glaube, der war hinter ein bisschen überfordert. Der wurde richtig schwergängig. Bei dir jetzt? Ja, bei mir, genau. Hast du einen bei dir, Quitschüfter? Quitschüfter, ja, rauf kann ich. Achso, der ist bei der Nummer drauf, serienmäßig, ja, ist drauf. Genau. Okay. Ja, das ist, weil das Getriebe so warm geworden ist, ne, denke ich mal. Ja. Wenn das so warm wird, ne, denke ich mal vom Gefühl her, würde ich sagen. Also der muss hinter, der muss hier richtig reinlatschen, das fährt. Ja. Ja, ich nutze ihn aber auch nur, wenn ich jetzt richtig Gas gebe, weißt du? So, ansonsten stehe ich ganz normal schalten hier. Ja. Bist du diese Strecken einfach mal so gefahren und dann... Bitte? Dann bist du diese Strecken einfach mal so gefahren und dann hast du die so gemerkt, oder? Nein, nein, hast du irgendwo nachgeschaut, gelesen, dann... Nein, ich hab immer mal so ein paar Dienste rausgesucht. So ein paar Orte rausgesucht, die mich interessiert haben, so ein paar Orte. Und da habe ich die immer wieder eingegeben und bin dann einfach dahin gefahren, ne? Und dann habe ich die bei mir auf dem Navi gespeichert, ne? Da bist du frei, so. Ja. Ja, voll. Kannst du bei dir ja auch machen, oder? Aber das Navi auf Handy drauf, fertig, oder? Kostet 20 Euro im Jahr, die Software? Ja, hat er jetzt auch. Ja. Alles gut, oder? Und da hast du Strecken drauf, die du vorher nie gefahren bist, oder? Ja, so ist schon richtig geil. Nur. Normalerweise macht man das. Normalerweise, wenn man fährt, müssen wir einfach, das sieht so grob gut aus und dann einfach fahren, oder? Ja, das machen wir. Das ist alles drin. Also hier oben, Sauerland oder so, das ist ja sowieso überall kleine Dörfer und dann geht das zur Sache hier, oder? Naja. Ja, aber das mache ich auch immer so. Einfach fahren, weißt du? Dann einfach mal, auch wenn Navi sagt ja geradeaus, da fahre ich einfach mal, wenn ich sehe, okay, da oben geht es irgendwie schön lang da oben, dann fahre ich einfach mal da rechts rein, oder? Ja. Da gucke ich mal, ne? Ja, es gibt schon geile Ecken. Ja, also wirklich, so wie wir wohnen, musst du nur eine halbe Stunde fahren oder so, oder 20 Minuten. Ja. Ich sag mal, jetzt, du bist ja schon so ein bisschen böse in 5 Minuten, ne? Ja, da ist schon alles. Jetzt wohnst du in Dortmund, wa? Da bist du eine halbe, dreiviertel Stunde bist du mal gerade erst dann hier, wa? Ja. Ja, die kennen das, die kennen, wenn die zum Dortmund kommen, fahren die eine Runde um die Sorpe, ja, ja. Und dann war es das. Aber ja. Die fahren, wa? Das sind aber auch die dann Theater machen, weißt du? Ja, ja, die mit den lauten Karren und sowas. Und genau. Dann, ja, weil die dann auch alles geben wollen, wa? Ja. Siehst ja einfach mal so um 19, 20 Uhr, wenn die dann wieder zurückfahren, weißt du? Dann bist du dann oben an der Schnellstraße. Ja, genau. Du hörst mal. Neo, neo. Ich denke, wir wollen die Laden. Wir wollen 200 hier so, das sind Nebenstraßen hier, da saß ich niemanden, weißt du? Ja. Da kannst du gut laufen lassen, da kannst du auch mal ein bisschen schneller fahren zwischendurch. Jetzt hier gerade nicht, weil, ne? Das alles, was ich jetzt sehen kann, hier plötzlich das Ende zum Beispiel hier, ne? Du hast angekündigt, das Ding hier, oder? Nee. Ich weiß nicht, wie das erste Mal nach Hause gefahren mit dir. Ich kann nicht voll mit dem Fahrrad jetzt hier. Sieht so gut aus, ne? Von der Farbe her. Auch von der Farbe her schön, ne? Finde ich jetzt, wa? Weil wenn du da oben hochfährst, hast du oben links, hast du Rollspiel komplett über 5 Kilometer. Das sollten wir dir auch mal vorher ankündigen, weißt du? Ich finde das immer total scheiße, oder? Ja, Alter, du lässt dich schon auf dem Bad, das ist schon Katastrophe. Ja, auf dem Bad nicht, du hast da oben die Ankündigung, ne? Nur als Motorradfahrer, wenn du weißt, da kommt der 5 Kilometer Rollspiel, dann fährst du doch hierher, oder? Ja. Und fährst da hinten rum, ne? Ah, da sind schon wieder welche. Ja, die Radfahrer, die genießen das richtig, weißt du, die genießen das, dass sie so jetzt fahren dürfen. Hast du gerade gesehen mit meinem Knieschleifen? Ich habe mein Bein, das mache ich gar nicht weit raus. Also ich habe unten mitgeschliffen und mit dem Knie. Normalerweise müsste ich das mehr anwinkeln. Wenn man schön tief drin hängt, das ist viel geiler. Jetzt kommt
Kommt erstmal so ein bisschen kaputte Strecke erstmal und danach wird schöner dann. Da kommst du oben raus, im politischen Dorf kommst du da oben raus dann gleich. So, warum bremst du da vorne? Kommt das Fahrer. Ja, die auch einen Tag mal Oma und Opa vor mir an der Sorte. Ja. Ja, in der 70er-Zone. Auf einmal fangen die an zu bremsen. Und da zeigt er hier dann die Landschaft an. Voll gefährlich dann. Gehen die nach Eisen? Ja. Ich glaube, das kannst du über... Siehst du auf deinem Navi, wie das Dörfchen hier heißt? Jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall so Sorgenstraße ist das der heiße Ding in der. Warum? Warum meinst du? Ja, das sah so ein bisschen aus wie dieses Dörfchen oder wie dieses Willighaus. Ach so, okay. Da wo ich mit Haller dann gemacht bin. Boah, aber haben die Wand wieder angeschaltet? Einer abgeschmiert oder was ist da los? Die waren wieder ein da. Ja, weil wir da stehen am Rand, war das. Ja, okay. Ja, ja. Aber warum hält man da so doof mitten an der Straße an? Das verstehe ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Waren auch viele Frauen dabei, wa? Ja, also das ist selten, ne? Also bei uns haben wir auch so zwei, drei Frauen bei uns. Und ich kannte ja. Weite Lauf, oder? Die Frau, die fährt auch mit, ja, die kann jetzt morgen nicht mit, aber er fährt morgen mit. Und dann sind wir bei einer Frau eingeladen worden, bei einer, Silvia. Die fährt eine 1200er BMW auch. Ja, das ist schon eine gute Truppe, die fahren immer, weißt du? Jedes Wochenende fahren die. Wir sind in der Gruppe bei uns immer 30 Leute. Und davon fahren immer so 5, 10, 15, weißt du? Also. Und wenn du Bock hast, bist du immer, kannst du immer fahren. Genau, aber ich fahre immer ab und zu mal da mal mit denen, weißt du? Ja, muss man gucken, also in so einer großen Gruppe, da fährt man ja auch nicht zügig eigentlich. Ja, und du bist auch viel angeschrieben, ne? Von Engel Kurve hier, Vorsicht. Du bist auch viel angeschrieben von YouTubern, weißt du? Jetzt anderen, die sich dann so deinen Kanal angucken. Guck mal, ob du mal mit denen fahren willst, weißt du so, ne? Ja. Aber komm, Engel Kurve, pass auf. Die gehen noch, da wird's enger gleich. Wow. Ich sag ja, pass auf, wird noch enger. Ja? Aufpassen. Unterschätze die Dinger hier nicht. Was ist das für eine Maschine, die er da fährt? KTM, ich weiß nicht, ob 97, 98 oder 1290. Ja. Ja, ich glaube, das sind neue 98er. Es gibt noch eins, Yamaha. Aus dem Garten bezahlt er schnell. Oh ja, ja, der war. Ne? Das Schöne ist, du kannst mit dem Körper einmal nachlegen, wenn es enger wird, wa? Was denn? Du kannst mit dem Körper einmal nachlegen, wenn es enger wird, wa? Ja. Hast du dich vorhin in der Einkurve erschrocken, wa? Ja, ich war ein bisschen am Zappeln, weil ich ein bisschen weit auslaufen. Ja. Ah, der fährt aber kacke, der bremst viel zu viel.
Ja. Muss man im Gang bleiben und dann durchfahren, locker. Und nach Kapowitsch, wahrscheinlich, wie es aussieht. Ja, aber das ist ja das Schöne an diesem Dreizylinder bei dir jetzt, ne? Der geht unten rum richtig gut, wa? Jetzt ist ganz steil. Ja. Ah, der macht aber Schütz. Ah, ich bin doch ein Stoff hier. Immer ein schönes Verpackt hier. Ist er geradeaus oder was? Immer geradeaus, ja. Das ist noch ein langer Turm. Geht schon so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus, ne? Was denn? Ich sag, er geht schon aus seiner Komfortzone raus, er selber, ne? Da vorne, ne? Merkst du schon? Ja. So, jetzt. Die Spiegel ist auch total kacke. Ja. Jetzt kommt wieder Kurven, schon wieder enge Kurven jetzt. Jetzt kommt schöne Kurven eigentlich, schön langgezogen, ne? Mal hier. Was, jetzt kommt nochmal enge Kurven oder was? Ja, lange, langgezogen, ne? Mal hier so, lange. Wo du schon reinlegen kannst. Das war's, glaube ich, jetzt. 1-2 noch und dann war's das. Ich würde mal gerne wissen, was das für eine ist. 97er oder 98er? Wenn dann irgendeine Karre hast, wo du nur immer hin und her musst und. Ja. Ich muss so zum Service, ne? Mehr muss ich nicht machen, ne? Ja. Dann mache ich auch einmal im Jahr Service und dann. Naja, bei mir ist das Problem, ich habe jetzt, wenn wir heute fertig sind, habe ich dann 27 runter. Ja. Österreich, also ich komme bestimmt mit 33.000 Kilometer wieder nach Hause. Und bin dann über den 30er, über den 30er, weißt du? Drüber. 3.000. Geht nicht anders. Wie viel Mann seid ihr? Wir fahren mit zwei Mann hin Samstag, mit zwei Leuten erstmal. Und vier kommen dann montags nach. Also dann sind wir dann 6 Leute. Okay. Aber ich fahre mit Bulli hin. Der Kollege fährt mit dem Moped da runter, in Österreich. Ich werde wahrscheinlich schon Freitag abbauen und werde dann den Bulli pinnen. Eine Nacht. Weil ich wollte vorher nochmal zum Bodensee runter, weißt du? Einen Tag vorher. Ah, kannst du schön beim Blitz vorbei. Ja. Einmal durch den Schwarzwald, weißt du, Bodensee. Ja. Dann fährt im Bulli über Nacht dann, weißt du? Und dann, weil ich am nächsten Tag in Österreich bin. Den Samstag und dann Samstag nochmal in Österreich hochfahren ein bisschen. Dann das Hotel beziehen. Und Sonntagmorgen fahren wir nach Italien rüber zum Gardasee. Ach toll. Und dann pennen wir da einen Tag am Gardasee. Und fahren nächsten Mal wieder zurück, dass wir am Montag da sind, wenn die Kollegen kommen. Nur die, nur die Kollegen wissen, die wissen nicht, dass wir zu Gardasee fahren. Weil das sind, von da wo wir sind, 8 Stunden Fahrt. Und wir sind beide schmerzfrei, weißt du? Wir machen das einfach, weißt du? Ja klar, warum auch nicht, wenn man da unten so vernutzt. Ey, alles mitnehmen. Thank you.
ob er frei ist. Ist frei. Ja? Ja. Wetter, super Wetter, ne? Ach so rein. Du bist perfekt. Ja. Die gute Decke, oder? Ich war nochmal tief, ey. Ja. Weißt du, oben besser kennt ihr immer der eine gute Decke da in der einen Kurve? Ja. Wir sind immer entschärft haben, oder? Das hat so lange gedauert, oder? Ja. War das denn damals eigentlich hier, wenn man Hexenteich von uns vorher genagelt ist mit Moped? Mit wo der noch dieser Sprung war? Ja. Da haben wir uns schon mal Isle of Man vor hier richtig abheben und wieder eintauchen voll, wa? Das war ja früher noch geiler. Na? Ja, ganz früher. Da. So, wir müssen links hier. Also ganz früher war da Jahrhundert, ne? Früher, Hexenteich. Da sind wir immer Rennen gefahren früher, ne? Ja. Ach, früher war das schöner. Heute wird alles verboten hier. Ja, unten war natürlich alles noch viele Positionen, die sich überschätzen, oder? Du bist nur noch kontrolliert. Digga, früher war auch, aber früher war scheißegal. Ne? Da waren sie halt weg, ne? Ja? Früher wurde dann die Statistik geführt, ne? Ja? Ja, das stimmt. Ja. Heutzutage da. Da hinten muss er rechts gleich rein. Rechts? Rechts, ja, rechts. Ne? Heute wieder über alle Statistik geführt und so weiter. Ne? Und na. Guck mal, es gibt nur 4 Millionen Motorradfahrer in Deutschland. 4 Millionen. Ja? Aber immer wenn Motorradunfall passiert, dann sind die Motorradfahrer, weißt du, dann immer die Schlimmen, ne? Ja. Aber du hast heutzutage auch viel, dass du ausweichen musst wegen scheiß Autofahrer, oder? Ja, aber guck mal, wie viele Autofahrer, wie die fahren teilweise, ne? Ja. Ja. Ja, guck mal, Auto kannst du dir sofort mit 18 Jahren einen holen, der 1000 PS hat. Ja, klar, ja. Beim Moped wirst du jetzt langsam rangeführt quasi. Ja, aber das wird bestimmt auch irgendwann kommen, weißt du? Irgendwann sagen die auch dann, weißt du was? Autofahrer maximal 100 PS, weißt du? Oder so weit, ne? Das ja, ist auch richtig so. Das kommt irgendwann, ne? Jetzt kommt eine geile Strecke. Jetzt kommt eine richtig geile Strecke hier gleich. Der muss vorbei an dem eigentlich. Aber nur wenn es geht. Ja. Jo, Freund! Ja. Hast du gleich unten her, oder? Noch einer? Ah, noch mehr Autos. Ja, schade. Kommt ein Auto! Ja, ja, alles gut. Ist vorne frei? Nach denen ist frei! Kommt noch einer? Ja, alles frei. Gut. Oh, hier ist richtig geil! Ja, sag mal ja. Das geht doch nur so. Jawoll, oh, hier wird es aber gleich dreckig, wenn du oben bist. Ja, Dreck, okay. Thank you.
Ah, sowas kann man schön im dritten Gang fahren da. Ja, ja. Von mir war der zweite gerade. Oh. Aber das ist ja immer von Maschine zu Maschine unterschiedlich, oder? Ja. Geil. Und da ist hier vorne gleich ein Blitzer auf der linken Seite. Ich weiß nicht, ob der in beide Richtungen blitzt. Mal gucken. Oder ob der nur in eine Richtung blitzt. In beide macht der. Hier links aufpassen, ne? Da passt der eh gerade. Schön die Autos davor geparkt in beide Richtungen. Das war geil, ey. Kilometer geradeaus. Hat die 1290, das war ja das Modell, was Matthias hat, das hat für 177 hat, oder? Ja, genau. Ja, ist schon Wahnsinn. Für den Zweizylinder, oder? Ja. Also auf der Rennstrecke oder so, wenn der Gas gibt, ne, der ist weg, Matthias, ne? Der hat so, das Ding fährt 300, ne? Ja, das ist schon krank, das. So, jetzt haben wir ein bisschen die Ortschaft durch und danach geht es dann wieder gleich weiter.